Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid. Wenn's Dezember ist und der Bernie ein Unboxing macht, ist Wichtelzeit. Hi, Folks! Ja, das kam jetzt unerwartet, oder? Also, nicht nur meine absolut schlechte Gesangseinlage, sondern auch, dass wir uns hier auf meinem Kanal tatsächlich dieses Jahr nochmal sehen. Muss natürlich sein, denn eine alte Tradition unter uns kleinen YouTubern, klein in Anführungszeichen, ist das gute alte YouTube-Wichteln. Ich habe hier ein schönes, relativ flaches Paket bekommen. Also schön, weiß ich ja noch nicht, weil ich habe ja noch nicht reingeguckt. Was ich euch aber auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal verraten kann, ist, dass das Paket vom guten Alex, vom Retroluzer ist. Da wurde ich so ein bisschen durch meine DHL-App gespoilert, denn die hat mir tatsächlich verraten, dass das Paket vom Alex kommt. Was aber auch an dieser Stelle gar nicht mal so schlecht ist, denn ich habe ihn daraufhin angeschrieben und wir haben kurz ein bisschen miteinander gesprochen. Und dann meinte er, ich habe die Karte vergessen. Ich so, ja, schade. Meinte er, ist aber kein Problem. Ich lese es dir einfach vor als Sprachnachricht. Er hat es mir per WhatsApp geschickt. Wir hören jetzt tatsächlich, bevor ich dieses Paket hier aufmache, hören wir zusammen in die Sprachnachricht vom Retro-Lutzer. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was er da Schönes zu sagen hat. Ja, hallo lieber Bernie, willkommen zu deinem Wichtelpaket. Ich habe ja vergessen, die Karte reinzutun. Darum möchte ich dir auf diese Weise ein paar Grüße dalassen. Frohe Weihnachten für dich, deine Familie, deine Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und mal sehen, ob du Spaß beim Auspacken hast, weil, weißt du, ich habe dich ja schon lang beobachtet und dir zugehört und du hast dich immer beklagt, so, ha, Retro, ha, ich weiß nicht, habe ich nichts mit am Hut, habe ich keinen Zugang. Ich glaube, du hast einfach nur Angst davor und niemand muss Angst davor haben und niemand muss so leben, das ist ja schlimm. Und deswegen habe ich dir ein kleines Retro-Starter-Paket eingepackt auf die Schnelle und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß damit. Bis bald! Und frohes Fest. Ciao. Alex, an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für deine virtuelle Karte, für deine Karte per Sprachnachricht. Ich habe mir schon fast sowas gedacht. Irgendwie habe ich da schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Master of Retro aus unserer YouTube-Bubble da irgendwie so ein bisschen retro-technisch was zusammenbastelt. So, jetzt habe ich aber auch mittlerweile echt schon lange genug gelabert, denn wir gucken jetzt mal zusammen hier rein in dieses kleine, flache, wie von mir vermutete Retro-Wichtelpaket. Und ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass der Alex mich bewichtelt, denn wenn ich mal so richtig überlege, mal richtig so zurückdenke, glaube ich, dass er mich noch nie bewichtelt hat. Und das ist natürlich auch immer cool, wenn man dann mal von jemandem etwas bekommt, von dem man noch nichts bekommen hat. So, als erstes sehe ich hier ein irgendwas in Pink. Okay. Schauen wir mal, was das jetzt ist. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Okay, ich sehe schon irgendwie was gedrucktes. Nee, das sieht aus wie ein, könnte ein Aufkleber sein. Ach, das ist natürlich. an dieser Stelle ein bisschen Eigenwerbung vom guten Alex. Und das muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin nicht so ein Retro-Zocker und ich bin auch nicht so ein Retro-Freund und ich habe mich auch schon mal relativ abfällig gegenüber Retro geäußert, aber so böse war das eigentlich im Endeffekt gar nicht gemeint. Ich kann halt einfach nicht so wirklich viel mit Retro anfangen, aber das, was der Alex und all seine Retro-Freunde da so auf die Beine stellen, muss ich einfach wirklich sagen, Hut ab. Und ich finde es auch wirklich geil,
dass es Leute gibt, die die alten Konsolen, die alten Spiele, die alten Systeme einfach noch am Laufen halten. Und wenn ihr zum Beispiel Retro-Fan seid und Bock habt, mal in den Norden zu fahren oder aus dem Norden kommt, dann kann ich euch nur die LuheCon empfehlen. Da war ich nämlich tatsächlich auch schon mal. Die ist vom guten Alex ins Leben gerufen worden. Und das war richtig, richtig cool. Also vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen fetten Sticker. Ein bisschen Eigenwerbung schadet ja nie. Ne? Hashtag Support statt Neid. So, wir haben hier noch was in derselben Farbe. Dieselbe, die gleiche. Ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall ist es auch gepunktet und rosa und... geil. Das finde ich sehr, sehr geil. Das finde ich wirklich sehr, sehr geil. Jetzt werden wieder alle sagen, ja, aber hä, warum findest du das geil? Du hast doch überhaupt nichts mit Retro am Hut. Aber das finde ich geil. Das finde ich richtig, richtig cool. Da sind einfach mal 200 Retro-Games hier auf diesem kleinen Gerätchen. Und das kann man dann irgendwie direkt an den Fernseher anschließen. Komm, wir gucken uns das gute Teil jetzt einfach mal an. Das ist geil, weil das erinnert mich auf jeden Fall an die guten alten Kindertage. Und da werde ich definitiv mal reinzocken. Das sieht ja sehr... Ach du Scheiße, wie soll ich das denn anschließen? Oh Gott, also Alex, da hast du es ja gut gemeint, aber das ist ja wirklich... Das ist ja so richtig retro. Guckt euch mal die Anschlüsse an. Kennt ihr die überhaupt noch? Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das dann tatsächlich angeschlossen bekomme. Hier dieser Mini-Controller. Einfach auch super, super geil. Ich freue mich auf jeden Fall. Das wird definitiv ziemlich spannend, das angeschlossen zu kriegen. Aber ich kriege das schon irgendwie hin. Ich bin ja schließlich ein Technik-Nerd. Weiter geht es. Oh, hier haben wir irgendwas gut in... ach so, ich kann mir schon denken, was das ist. Höchstwahrscheinlich. Oh ja. Ein leckerer Weihnachtsmann. Schokolade. Nom, nom, nom. Vielen, vielen Dank. Sehr geil. Hier schön in die Zeitung eingepackt. Was haben wir denn hier alles? Oh ne, damit fangen wir jetzt nicht an. Das will ich jetzt hier nicht vorlesen. Aber ja, okay. Habe ich jetzt keinen Bock drauf auf Politik etc. pp. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Zeitung. Ich glaube, da ist gar nichts drin. Ne? Ist einfach nur so reingeknüttelt. Ja, weg. Ist hier noch mehr Knüttel. Knüttel, Knüttel, Knüttel. Jawohl. Und jetzt haben wir hier noch ein, ich schätze, ein Buch. Ein Heft, ein Comic. Ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Oh, das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Da hinten ist schon mal ein geiler Rechner drauf. Aber das wird jetzt kein Katalog für PCs sein, sondern schaut euch das mal an. Das ist ein Retro-Gamer-Heft. Und zwar ist das eigentlich relativ aktuell für September, Oktober und November 2022. Hier mit dem schönen Cover von Sonic Origins. Und ich gucke da jetzt mal kurz rein, was gibt es denn hier noch so Schönes? Hier gibt es zum Beispiel so ein Retro-Mini-Automat. Sieht auch eigentlich ziemlich geil aus. Ja, ich werde mal durchgucken, definitiv. Vielleicht entdecke ich da ja noch irgendwie was aus meiner Kindheit. Ein bisschen was Interessantes. Hier zum Beispiel Simpsons Hit and Run und Wipeout. Definitiv gespielt, also da ging ja damals auf jeden Fall gar kein Weg dran vorbei, finde ich sehr gut. Alex, was soll ich sagen, du hast es tatsächlich geschafft, mir ein wirklich sehr, sehr cooles und was mich auch begeistert, ein Retro-Paket zusammenzustellen, was mir wirklich richtig, richtig gut gefällt, da kann ich nur sagen, zwei Daumen nach oben. Ich wünsche natürlich dir und deiner ganzen Familie, deinen Liebsten, wünsche ich auch ein frohes, besinnliches und auf jeden Fall ruhiges Weihnachtsfest. Nicht so stressen lassen, das ist immer irgendwie das Schlimmste an Weihnachten. Und das wünsche ich euch natürlich da draußen auch allen. Also, dass ihr mit euren Liebsten einfach eine schöne,
coole, ruhige Weihnachtszeit zusammen verbringt. Und ich wünsche euch natürlich allen, auch an dieser Stelle jetzt, weil wir sehen uns ja dieses Jahr definitiv nicht mehr, wünsche ich einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das ich mich schon ziemlich freue, denn es wird Zeit für mein Comeback, es wird auf jeden Fall Zeit, endlich wieder anzugreifen, endlich wieder das Ding zusammen mit euch hier durchzuziehen und das Ding zu rocken. Ihr könnt mir jetzt natürlich gerne noch mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem kleinen Retro-Starter-Paket vom Retro-Lutzer haltet. Und ansonsten bin ich dann tatsächlich raus für dieses Jahr. Wir sehen uns, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, euer Bernie. Tschüss.